Moin, mir ist nicht Udo. Ich bin heute als Sachverständiger für Recht und Ordnung und Sportplatzaktivitäten da. Mir ist Fusch zu Ohren gekommen. Außerdem irreparable Schäden und den ganzen Spaß gucken wir uns jetzt mal an. So kommt Udo mir nicht davon. Oh, hier liegt ja eine Leiter, wofür wir die wohl gebrauchen können. Punkt Nummer 1, den hatte ich gar nicht auf der Liste. Fusch. Handschuhe, Rutschgefahr. Abgemahnt. So, erster Punkt. Handschuhe, Rutschgefahr. So, extra schön geschrieben, damit Udo das auch lesen kann. Falls ihr denkt, die werden weggeräumt. Nope, die werden hier liegen gelassen als Beweisstück Nummer 1. Paragraph 1, Römisch 2, STGAB ist illegal. Ich habe einen anonymen Hinweis gekriegt, dass sich hier Beweisstück Nummer 2 befinden soll. Deswegen brauchen wir die Leiter und die nehmen wir jetzt mal. Ups. Wollen wir? Leute, hier oben hat Udo Herrlich, Tesch, eine Solarlampe installiert. Ist ein Schmuckstück. Allerdings ist das auch der Weg zu Beweis Nummer 2. So, und wir gehen jetzt dem anonymen Hinweis nach und klettern jetzt mal aufs Dach. Hast du nicht Höhenangst? Ja, normalerweise schon, aber für meinen Job tue ich halt alles, weißt du ja, ne? Und die 2,40 Meter oder was das sind, das ist geil. Ist das nicht ein bisschen hohl und gefährlich? Ich hoffe, die BG guckt nicht zu. Mach das doch lieber von der anderen Seite. Gucken wir mal. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Digga, bist du sicher, dass das hält? Du bist doch der Schadensgutachter. So, wir müssen uns ein bisschen ranhalten. Tesch kommt in einer halben Stunde. Oh, was machst du, Alter? Wir müssen uns auf jeden Fall. Warte. Was? Ich will dir die Kamera am Hals hängen. Oh Gott. So. Fuck. Ja, Leute, ihr müsst wissen, ich habe wirklich ein Problem mit Höhe. Aber. Oh, Nanu? Was liegt denn da? Beweisstück Nummer 2. Akkuschrauber auf dem Dach. Ey, das ist einfach so typisch Tesch, ohne Scheiß. Na gut, kommen wir mal wieder runter. Oh, Scheiße. Sorry. Scheiße. Ja, das ist der erste Arbeitsunfall, Leute. Aber wir sind alle gut versichert. Ja, man muss den Akkuschrauber nehmen. Warte, ich spreng. Ja. Fest. Sieht man auch, der ist nicht drapiert, aber der funktioniert tatsächlich noch. Ja, hat der Tesch einfach vergessen und wird ihm Rechnung gestellt. Ist irreparabel. Ja, der dreht nämlich nicht mehr richtig schnell, deswegen irreparabel. Du hast ja mal einmal drauf gedrückt. Ich habe Vollgas gegeben. Guck. Ja, okay, vielleicht geht das doch. Zweiter Punkt, Akkuschrauber auf dem Dach gelassen. Akku, kürzen wir mal ab mit Akkupunkt. Auf Dach. Herr Tesch, wenn Sie dieses Video sehen, so viel Fusch. Habe ich in meiner ganzen Laufbahn noch nicht erlebt und würde Sie bitten, das in Zukunft zu unterlassen. Scheiße, ich muss das Ding auch noch wieder hochbringen, ne? Wegen Beweis. Oh, ja. Dann hast du verträumt. Also Leute, Nummer 2, einmal aufs Dach klettern, alles für den Fusch. So, hältst du wieder die Leiter? Wenn du mir nicht schon wieder auf den Pfoten... Nee. So. Also, meine Hände sind in der Mitte, ne? Jojo, ich kletter rüber, pass auf. Herr Tesch, das wird Ihnen übrigens alles in Rechnung gestellt. So. Der Spaß kommt hier wieder rauf. Hält. Länger als Udo das Ding da oben angebaut hat. Ja, das Ding ist eine Rutsche geworden da oben. Oh, muss ich mal kurz befestigen. Ich springe jetzt wieder. Ja. Oh. Warum muss ich eigentlich die ganze Scheiße hier machen und im Regen aufs Dach klettern? Wegen Udo. Udo. Leider muss natürlich auch wieder zurück. Wir wollen das Udo natürlich nicht so einfach machen. Aber wirklich kurze Zwischenfrage. Ich muss nicht nochmal da hoch, ne? Nee, Udo. So. Haben wir das auch. Ich habe natürlich die beste Klamotte an. Aber als Sachverständiger muss man natürlich gut gekleidet sein. Ne? So Leute, der nächste anonyme Hinweis erreicht uns soeben per Videobotschaft. Das spielen wir hier kurz einmal ein. Und zwar handelt es sich dabei um koffeinhaltige Limonade, die Herr Tesch vorsätzlich oben verschüttet hat, wodurch Mischpult, andere elektronische Geräte plus die Sicherheit der anderen Menschen dort gefährdet wurde. Und da stellt man sich die Frage, hat er es weggeräumt? Natürlich nicht. Der Tesch bei, der kommt mir da vorne. Da hat er sich geschnitten. Jetzt sind wir hier am Ort des Verbrechens. Hier wurde schon die Spurensicherung aktiv. Und ich werde jetzt so hochgehen und die koffeinhaltige Limonade einmal überprüfen, ob sie da noch liegt. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ey, heute wird meine Höhe aber echt auf die Probe gestellt. Puh.
So, hier sind wir am Ort des Verbrechens. Beweisstück Nummer 1. Das nicht. Udos Handschrift. Beweisstück Nummer 2. Und die Cola wurde hier verschüttet. Die ist jetzt natürlich durch den Regen verschwunden. Ist aber auch nicht weiter schlimm, weil dieser Kronkorken reicht, um Udo zu überführen. Dritter Punkt. Koffeinhaltige Limonade. Verschüttet. So. Hier wieder Schotten dicht. Boah. Er ist aber ganz schön hoch, ne? Sowas habe ich lange nicht erlebt. Ich bin einfach nur bitterböse enttäuscht. Ich bin nicht mal sauer. Ich bin enttäuscht. Auf den Schock muss ich mich jetzt erstmal kurz hinsetzen. Reicht auch, ich muss weiter. Ist das dumm. Ja, und was sagst du jetzt? So allgemein? Allgemein? Ja, die Enttäuschung ist groß, aber ich habe ich habe ehrlich gesagt nichts anderes erwartet. Das ist halt Herr Teschs Spielplatz hier und er wird halt meistens hinterlassen wie Sau. Ob er will und nicht, er wird gleich zur Rechenschaft gezogen. Und dann konfrontieren wir ihn mit seinen Schandtaten. Und das wollte ich noch mal kurz sagen. Wir gehen natürlich jetzt nicht das letzte Mal hier durch, sondern mit Herrn Tesch noch mal persönlich, damit er sich den ganzen Spaß angucken kann. Vielleicht kommt er selber drauf, vielleicht nicht. Wir werden ihm vielleicht kleine Hinweise geben. Aber Fakt ist, er wird den Scheiß wegräumen. So, wir nähern uns jetzt dem nächsten irreparablen Schaden. Versteckt sich hinter Tor 3. Nee, Tor 1. Tor 1. So, das wurde mir von den Petzen Torben und Wilfried nämlich zugetragen. Vorab, guckt euch aber bitte mal dieses Schlachtfeld, Prachtstück, Kunstwerk an. Kann euch eins sagen, Tesch wird sagen, das war er nicht. Aber ich kenne ihn jetzt seit ein paar Jahren und er wird es abstreiten, aber im Endeffekt, wir wissen alle, dass er es war. Alle. So, ich öffne jetzt Tor 1. Okay, Tor 1 ist auf. So, schreibe ich jetzt auch nochmal sofort auf hier. Vierter Punkt, stand gar nicht auf meiner Liste. Garage. Oh Gott, Alter. Garage. Nicht abgeschlossen. Irreparabel, abgemahnt. So, Herr Tesch, Sie machen es mir aber echt nicht einfach irgendwie Gnade, weil Sie machen es mir nicht einfach, Ihnen zu verzeihen. Also ich habe jahrelang Need for Speed gespielt und ich kann euch eins sagen, das Ding hier ist illegal. Das ist nicht eingetragen und darf gar nicht so ausgeführt werden. Heißt das so? Das ist aber ja nicht der Fehler, den sie dir gepetzt haben. Nee, stimmt. So, hier könnt ihr sehen, Schrauben sind rausgebrochen. 2, 4 Stück. Und ja, Herr Tesch, irreparabel, abgemahnt. Ich bin aufgeschrieben, dann bin ich auch kein Freund mehr. Aber da bin ich die Faxen dicke. So, 5er Punkt. Heckspoiler, fachgerecht, kaputt gefahren. Ja, kaputt gefahren. Und falls jemand denkt, Udo Tesch war das nicht, ich habe das Video gesehen, er war es. Sehe ich denn hier? Rasenreste am Rasenrakel. Irreparabel. Abgemahnt. Unfug mit Arbeitsgerät. So, 6 Punkte soll erstmal reichen. 7 Punkte überfordert. Herr Tesch, kleines Köpfchen. Wir warten jetzt, bis er da ist und konfrontieren ihn mit seinen illegalen Aktivitäten. Leute, ich bin so sauer. Ich bin sauer. Ich bin grantig, ich bin wütend. Ich bin stinke. Stinkesauer. Stinkesauer ist ein gutes Wort. So, und eins könnt ihr mir glauben, ich gehe jetzt Punkt für Punkt mit Udo ab. Und selbst wenn ich keine Lust mehr habe, wir gehen jeden Punkt ab, damit er auch mal sieht, was ich hier getan habe. Meine Augen haben gerade gekotzt. Du glaubst nicht, was ich gesehen habe. Akkuschrauber oder wie? Ja, ich habe Akkuschrauber mit Akkupunkt abgekürzt. Der wird glaube ich auch ausflippen. Haltet mich da raus, ne? Dann mach ich's mal. So, einige Leute sollten das aber auch natürlich mit Humor nehmen. Wir machen leichte Unterhaltung. Das ist alles nur ein bisschen Spaß. Ich will Udo nur ein bisschen ärgern, also ne? Bitte kein Durchfall ins Internet blasen. Danke. Aber trotzdem rastet der aus. Udo! Ja, nix Udo. Nur noch Wasser von oben und von unten. Wie soll denn Wasser von unten kommen, du Dö? Ja, wenn ich über die Straße laufe und da sind Pfützen, das springt hoch. Das spritzt hoch, Udo. Wasser kann nicht springen, oder ist das Känguru-Wasser? Nee. Gott, ob ich jetzt springen oder spritzen oder... Verlass dich auf andere und du bist verlassen. Willst du bitte einen Schluck in Salzstein hier? Wie lecker. Wie lecker. Durchfall. Meine Fisch! Was willst du hier denn?
Oder mal besuchen, Leute, du musst so eine Scheiße nehmen, wenn ich von der Arbeit komme. Nee. Willst du ein Käffchen? Ja, möchte ich auch. Ach, Herr Udo, wir müssen noch ein ernstes Wörtchen miteinander reden gleich. Und die Sörte? Ich bin heute nicht nur zum Spaß hier, sondern als Sicherheitsbeauftragter und als... Ja, was als? Als? Schadensgutachter. Genau. Wieso Schadensgutachter? Warum jetzt denn? Sprechen wir gleich in Ruhe, trinken erstmal den Kaffee und dann... Ja, ich... Sieh, wann hast du wieder angeschleppt? Ey, musst du dich nach Hause hier bringen? Ja, noch Zeit. Ja, dann hast du Zeit. Seh zu, dass du nach Hause kommst. Willst du Lachgummi? Nee, ich darf keine Lachgummis. Ich hab dir ein paar Sachen aufgeschrieben. Bevor du weiterredest, mach erstmal den Mund leer. Dann hab ich mit meiner Opa, hat mir das schon mal beigebracht. Okay, pass auf, geht los. Ich hab dir ein paar Sachen aufgeschrieben, da müssen wir gleich mal kurz drüber sprechen. Wir gehen mal gleich mal kurz in Runde. Und dann gucken wir mal. Weißt du was? Was hältst du davon? Ja, ich geb dir gleich eine Runde. Machen wir zusammen, wir beiden. Dann kannst du da auf dem Sportplatz und dann spielen wir meine Runde Muhammad Ali. Wäre ich dabei? Was spielt ihr? Muhammad Ali. Meinst du Muhammad was? Ali? Mohammed Ali. Dann zeig dir mal, wo wir lang gehen. Krankenhaus, Friedhof. Jetzt kommt er mir mit einer Liste. Ihr seid doch komplett, völlig verbranntes Gehirn gekügelt. Das ist doch noch nicht normal. Also wirklich, ihr habt... Enten sind schlauer wie du. Und nie einen Schraubenschluss in der Hand gehabt, dann mir einfach erzähl vom Bau. Wieso denn vom Bau? Wie kommst du darauf? Da ist doch hier ein Bau. Nee, Herr Tesch, mir sind da ein paar Mängel aufgefallen. Schadensgutachten, irreparabel, lebensgefährlich. Warte mal, bevor du weiterredest mit irreparabel oder wie der Scheiß heißt, ja. Google das mal nach, was das heißt. Du musst mir das auch erklären können. Ja, ich zeig dir das vielleicht persönlich. Ich weiß wohl eins, ich habe einen dicken Bock geschossen. Erzähl. Wir haben es erzählt, ich habe Akkuschrauber oben auf dem Dach liegen lassen. Ja, das ist ja nur einer. Das ist ja nur ein Punkt. Da gehen wir gleich hin. Trink du mal in Ruhe deinen Kaffee. Wir haben noch einiges auf der Liste, Herr Tesch. Sinn, hast du ihn darum noch geholt, oder was? Ja. Bist du nicht fähig, selber ein Kerl zu sein und mir das selber vom Kopf zu schmeißen? Ihr bringt ja nichts. Wieso? Du lernst es ja eh nicht. Mit 59 Jahren, dann kommt der Alter durch und brauchst du mir ja auch nicht mehr rumstinken hier. Das ist vorbei. So, Udo, Tatort Nummer 1. Hält dir was auf? Hier steht ein Bierwagen, Kühlwagen. Ein bisschen tiefer? Da liegen Handschuhe. Ja, hab ich das gemacht! Hab ich nicht gesagt. Udo bestreitet alles, aber im Endeffekt wissen wir alle, du warst es. Leute schmeißen nach den Arbeitsamt Samstag und Sonntag hier ihre Handschuhe hin und ich krieg Schuld. Hast du einen an der Waffel oder was ist mit dir los? Du bist Platzwart. Ja. Rutschgefahr. Ja, ich bin seit Sonntag nicht mehr hier gewesen. Glaube ich dir nicht. Doch, ist so. Ich war mir mein ganzes Leben noch nicht so sicher, dass du schuld bist. Punkt 1 abgehakt. Da war mir jetzt auch klar, dass das wieder abstreitet, aber... Ne, also er räumt jetzt weg und bestreitet das und meckert jetzt wieder ein bisschen. Aber... Komm hier weiter! Herr Tesch, da geht's also nicht weiter. Das ist Tor 3, bitte kommen Sie her. Ich zeig dir gleich Tor 3. Kann, Tor können Sie das Tor bitte zumachen? Ey, hast du einen an der Waffe, wenn ich hier gleich wieder herkomme und muss das Ding wieder aufmachen? Ja, musst du nicht aufmachen. Ich sag's euch. Ich sag euch das jetzt zum letzten Mal. Sieht's mich jetzt einer noch von euch beiden, dann hau ich euch den Kopf zwischen den Ohren weg. Nun beruhigen Sie sich, Herr Tesch. Das ist hier ein ernstes Thema. Wieso ist der Wagen denn eigentlich noch voll? Da kommen wir später zu. Alter, ich glaube, ich spinne. Herr Tesch, lassen Sie mal kurz stehen. Ich heiße Udo. Oh Gott, wieso hat doch einen an der Waffe, habt ihr doch. Zieh, den hast du letztes Mal hier getragen. Dann kannst du den auch jetzt wieder tragen. Ja, ja, ich weiß schon, was mir blüht. Brauch dir gar nichts sagen. Soll ich dir helfen? Nee, soll ich Ihnen helfen? Du hast im ganzen Leben hast du mir noch nicht mal einmal richtig geholfen. Ich helfe dir, Udo. Ja, ich helfe dir, Udo. Irgendwas kommt doch wieder von euch. Also erstmal muss ich lobend aussprechen, Udo. Die Arbeit von der Solarlampe da. Wirklich, astrein. Da kannst du beurteilen. Du mit deinem Fachwissen kannst das beurteilen. Du hast doch nie eine Lampe gesehen, geschweige denn angebracht. Und dann willst du mir sagen, das ist fachmännisch. Nun beruhigen Sie sich, Herr Tesch. Ja, beruhigen Sie sich. Ich hau dir gleich, Herr Tesch. So, komm weiter. Zweiter Punkt haben Sie ja schon selber gemerkt. Sie haben Akkuschrauber auf dem Dach gelassen. Ja. Ne? Ja. Wollen Sie den wieder runterholen? Ja. Kurz eine Frage dazu, Herr Tesch. Ja. Wie lange haben Sie den Akkuschrauber da liegen lassen? Seit Samstag. Und was haben wir heute? Mittwoch. Wie war das Wetter? Regnerisch.
Das kann ich dafür. Ich hab's komplett vergessen. Du saßt ja auch dabei. Ja, ich hab's aber noch nicht gesehen. Nee. Du bist doch noch hingegangen und hast doch den ollen Besen geholt. Ja. Der geht noch. Qualität. Bürg für Udos Namen. So, was willst du jetzt? Komm, weiter. So, Achtung. Ja, Achtung. Erstmal muss er weggestrichen werden und die Leiter muss zurückgebracht werden. Wir wollen hier nicht direkt mit Fusch weitermachen. Ich fusch dir gleich ein. Lass ihn den nächsten Punkt, dann vielleicht müssen wir da hin, dann kann ich die Leiter gleich mitnehmen. So, das hat er weggemacht. Genau, jetzt kommen wir zu Punkt 3, das Spiel, wo das ja bestimmt du hast und hast ein bisschen, ne? Wild rum. Jetzt knall ich dir eine. Ziehen. Jetzt ist soweit. Jetzt ist soweit. Bist du jedes Heimspiel da oben? Denkst du an Getränke? Er haut so ab. Ich soll die Flaschen jedes Mal mitnehmen. Darum geht's ja gar nicht. Doch, da willst du Getränke, hat er gesagt. Ja, was denn? Du hast koffeinhaltige Limo oben verschüttet und Reste da gelassen. Dann nehme ich beim nächsten Mal, hätte ich einen Lappen genommen, er hat den Tisch wieder sauber gemacht. Das mache ich jedes Möchtest Mal. Möchtest du es abstreiten oder nicht? Nee, das mache ich. Tu das endlich weg, mir will die Videoaufnahme nicht sehen. Wir gehen trotzdem hoch, dass du dir auch mal anschaust, was du da verursacht hast. Nee, da gehe ich nicht hoch. Doch. Nee. Doch. Ich weiß, dass wenn du von hier guckst, rechts in den Ecken, zwei Colaflecken. Ja, dann nimmst du gleich die Kamera mit hoch und zeigst auch mal, was du gemacht hast. Udo, wir lernen doch zusammen. Du kannst ja auch mal ein Video machen, wo du einen Schadensgutachter mitbringst. Der guckt, was ich kaputt gemacht habe. Der geht ja gar nicht. Weil ich noch nie was kaputt gemacht habe. Weil du noch nie was gemacht hast. Also fangen wir gar nicht an, Herr Tesch, ne? Also nicht auf die Schiene. Ich schiene hier gleich ein, weißt du? Dann hast du Schienenersatzverkehr hast du gleich. Er ist ein bisschen grantig, ne? Er ist ein bisschen grantig, ein bisschen wütend. Komm zum nächsten Punkt. Dann streichen wir das. Keiner hat Bock, bin ich der Einzige, der hochgelaufen ist. Sehr gut. So, Udo, was ist schwer und schwer zu tragen? Die Leiter. Ich dreh am Rad hier. Was ist denn? Nimm die Leiter mit. Ich nehme den Akkuschrauber mit, sonst wird der hier wieder vergessen. Weißt du eigentlich, dass ein Akkuschrauber schwerer ist wie eine Leiter? Wer sagt das? Ja, ich. Weil das ist aus Alu und der ist nur lang gezogen. Und ein Akku kann gewichtsmäßig wohl gleiche Gewichtsklasse sein. So, jetzt seht zu, dass du abhaust. Willst du jetzt tragen oder? Wann ich den trage und wie ich den trage und wo ich den denn hintrage, das ist meine Tragezeit, nicht deine Tragezeit. Herr Tesch, machen Sie keine Furche in den Rasen. Ey, das ist mein Platz. Ihr macht das hier so kaputt, wie ich das will und nicht wie du das willst. Herr Tesch, Startort Nummer 4. Ich zahle nur den. Eigentlich wollte ich zum nächsten Punkt kommen, aber fällt Ihnen hier vielleicht was auf? Ja, hier liegt alles voll. Durch den Einsatz von Sonntag haben wir hier viel geschaffen, dass wir überhaupt ein Spiel stattfinden können. Und dann ist alles hier hingepackt worden. Das sind Ausreden. Nee, das sind keine Ausreden. Eigentlich ist das Turm, die das wegmachen wollte. Okay. Das ist wirklich wahr, die haben das gesagt, wir machen das weg. Und ich kann dir auch eine Sprachmitteilung. Ich habe den Müll alle vom Sportplatz weggeholt, sagte er. Leider akzeptieren wir keine Sprachmitteilung. Ey, aber heute scheiß Video, geh auf wieder. Hier, ich zeig dir das. Ich glaube, ich bin hier. Ist das gegen mich gekommen oder was hier? Was passiert hier gerade? So, komm mit weiter, los. Okay. Punkt 5. Hier, ich habe auch eine Anklage. Nein, du brauchst einen eigenen Schadensgutachter. Doch, du brauchst einen eigenen Schadensgutachter. Nee, nicht stattgegeben. Nicht den Anklagepunkt erheben. Wofür? Nein. Guck mal, das Gras wächst hier schon durch, weil er den nicht sauber gemacht hat. Glaube oder nicht, Herr Tesch, das ist der nächste Punkt. Das wird dir ganz interessant. René. Nee, der René, der wird gleich Zeuge, wie ich dir den Rasenrakel mit Grassaat durch die Nase ziehe und einmal um den Hals wickel. Da kannst du aber hingucken. Das ist dein Rakel, ist das. Und jetzt gibst du mir die Schuld. Und wenn der Gras so hoch steht, dann ist das schon länger her. Boah, das heißt das, dass wir den Punkt jetzt abhaken können, Jorba? Ja, da muss man mich hier vor Gericht stellen und dann sowas. Schreib doch auf, nächstes Mal auf, wenn du auf Toilette gehst und spülst dich weg, dass ich das gewesen bin. Und bin gar nicht da. Boah, ich glaube, ich spinne. Das ist genau wie der Grill hier. Da habe ich Wilfried Samstag gesagt, du frag ihn mit Dorne, ob das Ding kaputt ist, dann können wir den entsorgen. Muss wohl kaputt sein, bis hierher haben wir ihn gebracht. Und jetzt bleibt er da stehen. So, Tesch, was fällt Ihnen auf? Wir sind fast am Ende angelangt. Wer war das? Wer hat die Scheiße da drauf? Das steht nicht auf meiner Liste, aber ist ein guter Punkt. Mann, was willst du jetzt? Komm, hau raus. Jetzt auf. Ja,
Das ist es. Ist nicht abgeschlossen. Doch, der ist abgeschlossen normalerweise. Wie ich jetzt Schuld kriege, wofür? Aber ich habe den nicht abgeschlossen, da habe ich Schimpfe gekriegt. So. Und von Wilke oder was? Ja, die konnten da nicht reinkommen. Du wirst ja einen Schlüssel. Das war dann lustiger. Ja, gut. Leute, ich habe schon mal Need for Speed gespielt. Was für ein Ding? Need for Speed. Was ist das denn? Ein Autorennspiel. Nee. Okay, offensichtlich nicht. Hey, was auch. Das ist kaputt. Ja, geht um bauliche Maßnahmen. Ja, genau. Das ist der Spoiler nämlich. Ja. Und was ist damit? Den haben sie kaputt gefahren. Ja, aus Versehen. Da konnte ich nichts sagen. Ich war so in Gedanken, dass ich am Tor fest lang gefahren bin. Und ich hätte daran denken müssen. Aber das Ding war ein bisschen weiter raus. Und ist am Tor ganz kurz angehängt. Zeig mal raus. Denken Sie auch daran, den zu reparieren? Oder? Na, ein Moment. Da gibt es einen Zeugen. Torben, Zeugen Nummer 1. Einer der ehrlichsten Zeugen, den wir überhaupt haben. Wilke hat das gesehen und hat er zu Torben gesagt, bau das Ding ab, wir werden den vernünftig zusammenbauen. Und die Garage bleibt auf. Sonst hast du gleich eine Garage um den Hals zu. So, wir rufen den Zeugen mal ganz kurz an. Jo, moin. Ey, Torben, warum machst du die scheiß Hexbohrer nicht wieder zusammengebaut? Das kriegt ihr hier von der Kommission hier. Ist der Sachverständige etwa auf dem Sportplatz? Genau, lieber Sachverständiger, weißt du, bist auch eingeweiht, wa? Das war schon wieder vorher abgeklärt. Dass du jetzt sagst, nee, das weiß ich nichts von. Das war mir wieder voll klar. Unterhose, du. Wovon weiß ich nichts? Wo wir Samstag, wo der Hexbohrer kaputt ist, den hast du runtergenommen, richtig? Ja, da fiel das große Ausmaß aber noch nicht auf. Ich habe versucht, ihn heute heil zu machen. Und? Du hast und was ist passiert? Den konnte man nicht heil machen, weil das hoffnungslos ist. Kurze Frage, Torben. Das ist dann Anklagepunkt Nummer 4 gewesen, ne? Ja. Der ganze Müll, der vor der Garage steht. Udo hat gesagt, du wolltest das wegräumen. Nee. Hey, ich glaube nicht. Torben, hast du nicht gesagt? Mutter mir eine Nachricht, ich habe Müll zusammengesucht. Ja, am Platz, da ist alles. Ja, das sehe ich. Da liegt noch Glühweinbecher und Pommeschalen. Das sehe ich. Wo? Ja, wo? Bestimmt nicht an deinen Arsch. Ja, wir haben keine gelben Säcke mehr, die besorgen wir. Wir haben hier einen Container stehen für den Restmüll. Und da fängt. Ich geb dir gleich gelben Sack. Weißt du, hast du schon mal durch ein blaues Auge gelb gesehen? Ich nicht. Danke dir. Jo, bis dann. Tschüss. Ja, Udo kann sich nicht rausreden. So ist es. Wollen Sie eine gute Nachricht hören, Herr Tesch? Ja. Wir haben alle Anklagepunkte abgearbeitet. Finden Sie das? Gut. Ja. Und trotzdem stehe ich hier blöd da. Wieso? Ja. Wo hast du den Akkuschrauber gelassen? Steht da um die Ecke. Warum steht der auf der Ecke? Weil du den vergessen hast. Nee, den sollst du auf Werkbank legen. Hier wird sowieso alles auf der Werkbank abgelegt. Warum tust du sowas nicht auf den Anklagepunkt? Weil Daniel, Torben und Wilfried das waren. Dann hättest du nämlich drei Anschuldigungen gleich auf einmal gehabt. So, ich will jetzt, dass Sven morgen mit unserem Kameramann, Sven sei ich schon, René mit Sven, unserem Kameramann, hier auf diesem Sportgelände Anklagepunkte sucht gegen Wilfried und seine Konsorten. Und die schreibst du auch genauso auf. Mir wird Rachefeld zu groß gestalten, da kannst du mal hingucken. Jo, notiere ich mir, mache einen Termin mit Sven. Mhm. Und dann gucken wir mal morgen. Mhm. Ah, erster Anklagepunkt. Grill? Mhm. Ja, mach ich morgen. Der soll eigentlich im Schrott. Zweiter Anklagepunkt. Die ganzen Tüten. Kannst du so weitermachen? Ich glaube, ich spinne. Wir tun die werden richtig blaue Wunder erleben vom Platz von Udo. Da kannst du nicht. Wo hast du den Akkuschrauber jetzt hingelegt? Hier, mein Freund. Wieso bringst du den ja nicht in der Garage? Den bringst du ihn hier wieder mit her. Also du machst auch Wege umsonst. So, und das will ich sagen, Solarlicht bringen wir morgen an. Mir hat keine Zeit, hier stundenlang zu diskutieren. Udo! Was ist? Komm her, wichtig, wichtig, wichtig! Oh, was willst du? Anstatt die Leiter abzulegen, wir brauchen ein neues Outro. Mir hat jetzt keine Zeit Udo für Outro! Ende Video-Outro. Ich hab jetzt schon keine Lust mehr. Du immer mit deinem Outro. Was ist? Ja komm, lass uns ein Outro machen. Was willst du denn jetzt für ein Outro haben? Nimm eine Leiter in meine Hand. Ey, ich knall dir gleich eine. Ich soll die Leiter nicht in der Hand haben und jetzt sagst du, ich soll die Leiter in der Hand haben. Das ist das letzte Mal, dass ich die ganze Soße mitmache. So, und was willst du jetzt? Los. Sei freundlich. Ich bin freundlich. Ja, liebe Zuschauer, danke für teilen, liken, abonnieren. Ich hab jetzt auch keine Zeit mehr. Udo, hey. Wir wollten einmal ein fröhliches Outro machen.
Fröhlichkeit kennt keine Grenzen. Und weil ich fröhlich bin, habe ich die Leiter abgestellt. Und wenn ihr Lust habt, dann abonniert mich mit dem Verein und ziehen zusammen. Und jetzt leck mich am Arsch. Tschüss, Udo. Ja, tschüss.